So, und er liegt wieder. Und ich hole mir jetzt wieder das Master-Schwert. Ah, komm schon, Link. Jetzt hau ich mit dem Masterschwert drauf. So, schnell wieder nachfüllen. Oh Mann, du Kleiner! Mist. Ich hätte doch mit dem Masterschwert draufhauen sollen, glaube ich. Oh Mann, warum klappt das denn jetzt nicht so gut? Alter, was zur Hölle soll der Scheiß? Nein, nein, nein. Jetzt verstehe ich. Jetzt kriege ich erstmal eine gebolzt. Ja, so dass ich wieder zurückgeschlagen werde. Alter! Alter, jetzt hör mal auf, du! Oh Mann, langsam riecht mich der Typ auf. Da ist er aber. Nein, 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 nein. Oh, oh Mann, sorry, wenn ich leise bin, aber ich konzentriere mich arg. Das ist ein hartes Match. Das ist ein sehr hartes Match. Ah. Komm schon. Geh zu Boden. Geh zu Boden, bitte. Wow. Ich dachte schon, ich hätte auf einmal Hallos. Und so viele Navis. Mann, der spielt mit mir. Schnell den Zauber wechseln. So.
kriege jetzt gleich eh wieder Tischtennis hier. Oh Mann, das ist doof. Sag mal, gehst du immer down? Endlich. Und jetzt gebe ich dir den Rest, Mann. Danke, Zelda. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich versuche gern mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Ja. Darf ich? Ende im Gelände, jetzt wird gebettelt. Stirb. Oh, ihr sechs Weisen, es ist soweit, sendet eure Kraft. Schaffer Hyruls. Öffne das versiegelte Portal und schick diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Die hat ständig nur einen Kopf dort, die Ruto. Yeah. Jetzt wird Gen endlich verbannt. Och, Gen aufgenommen. Du widerlich. Ich verfluche dich, Zelda. Ich verfluche euch, ihr Weisen. Ich verfluche dich, Link. Ach, eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist, und Friede ist in Hyrule. Und, Himmel? Warum schweben wir? Und warum haben wir einen Schatten im Himmel? Oh, Fragen über Fragen. Galileo Mystery weiß die Antworten. Danke, Link. Oh, ich muss ja wegdrücken. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Schreich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst.
Link, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückbringen zu können. Was ist mit Kinderkriegen? Immerhin hat er was von Nachfahren auslöschen gesagt. Ich will Nachfahren mit dir zeugen. Ah! Was zur Hölle? Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gehe nun, Link. Hole die verlorene 7 Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Danke, Link. Lebe wohl. Also ich hätte es auch ohne diese Verstärkung schaffen können, ist klar. Habt ihr ja gesehen. Ich bin zwar Game Over gegangen und so und ja, gegen Ganondorf hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so einfach gehabt, weil der mich mit einem Treffer mal eben eine Fee gekostet hätte. Aber dass ich beim letzten Kampf so viel Glück habe, der eine hat mir jetzt voll viele Feen auf einmal gegeben. So. Und, tja, das war's dann auch von diesem wunderschönen Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Soundqualität ist einigermaßen okay. Und ja, was soll ich denn als nächstes machen in der Zelda-Reihe? Wann ich es mache, ist natürlich eine Frage der Zeit. Final Fantasy 7 steht noch an. Deswegen, aber dafür muss eben erstmal meine PS3 wieder laufen. Aber ich glaube, das wird im Laufe der Zeit, wo ich das hochlade. Das Witzige ist, es ist nicht, ich habe das Projekt schon abgeschlossen, wo ich den ersten Part noch nicht mal oben habe. Ja. Aus Langeweile sozusagen entstanden, weil ich kein Internet habe. Und 4 habe ich auch noch nicht weitergemacht eigentlich. Mache ich aber demnächst weiter. Und ja, ihr seht ja jeden Tag eine Folge 4, das heißt wohl, ich habe weitergemacht einfach. Naja. Ich weiß ja jetzt auch, wann ungefähr die Leute vom Internet da sind, also da waren. Ich muss ja jetzt schon in der Vergangenheit reden, weil das ja schon passiert ist alles, weil ihr seht das ja alles. Wie ihr seht, seht ihr das? Und deswegen wird mein Internet ja auch funktionieren. Wieder. Ja, und was soll ich als nächstes von den Zelda-Reihe Let's Playen? Es gibt aber nur 2 zur Auswahl. Und die darauf folgenden. Das heißt, soll ich erst die Wind Waker-Saga spielen? Das heißt, die Zeldas spielen, die Wind Waker-mäßig in der Reihenfolge nachkommen. Oder soll ich mit Majora's Mask weitermachen? Dann aber die komplette Reihe von Zelda sozusagen spielen, bis ich Wind Waker anfange. Ich würde zuerst es tendieren, weil da habe ich nur 3 Spiele. Und das macht das wesentlich einfacher, oder? Aber naja, wenn ihr lieber sagt, Wind Waker oder die ganze Saga geht mir am Arsch vorbei. Wir wollen lieber die guten alten Retro-Games und bla bla bla, Majora's Mask und so weiter, alles da. Suppi, wollen wir haben. Stimmt ab,
sagt mir eure Meinung, schreibt einen Kommentar, schreibt mir generell PN oder ja, wo man halt mir eine Nachricht hinterlassen kann. Tja, und hier sieht man nochmal alle Köpfe. Naja, manche von denen habe ich überhaupt nicht mal kennengelernt. Aber das Let's Play ist ja noch nicht vorbei. Denn die 100% stehen noch an. Ja, ich will noch 100% erreichen. Die beiden sind traurig, der eine wegen Ruto, der andere wegen Salia. Tja. Ich finde dieses Ende so genial gemacht. Oh, die Musik in diesem Spiel ist sowieso das Beste überhaupt. Sorry, dass die Qualität dank des Emulators etwas zu wünschen übrig ließ. Weil, ja, Emulator halt. Da ist die Grafik halt nicht so toll und die Grafikfehler sozusagen sind da enthalten. Und der Link kehrt jetzt zurück in seine Zeit. Und dort startet Majora's Mask und dann Twilight Princess. Damit ihr euch drauf gefasst sein könnt, was ihr... also, wenn ihr euch jetzt für Wind Waker entscheidet, dann kommt Wind Waker, Phantom Hourglass und dieses mit dem Zug. Und danach die andere Reihe. Also, die andere Reihe wäre dann Majora's Mask, Twilight Princess und ja, dann mal sehen, in welcher Reihenfolge die anderen Zeldas ungefähr stattgefunden hat, weil bis dahin kann man wirklich es noch verfolgen. Ab da geht's schon gar nicht mehr, glaube ich. Die letzten zwei Zeldas sind auf jeden Fall klar, Zelda 1 und 2. Tja. Und jetzt, er betritt das Schloss. Ja, und da haben wir unsere Begegnung Link und Zelda. Und jetzt ein Twilight Princess Fact. Die beiden gehen zum König und sagen, Gandalf böse. Und dann passiert das, was in Twilight Princess auch passiert. Ne? Das sieht man dann auch. Tja, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Das war's von mir. Wir sehen uns im neuen Projekt. Also, bis dann. Bye bye, euer Sveneta.